Schön, dass du wieder da bist zu einem neuen Video von mir. Ich zeige dir heute meinen Schleifen-Airbrush-Look und wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Video. Hier siehst du gerade, wie ich erstmal meine alte Modelage entferne. Die alte Modelage ist jetzt abgetragen und ich werde meine Nägel erst einmal kürzen und in Form peilen. Als nächstes schiebe ich meine Nagelhaut zurück und entferne übrige Nagelhaut noch mit meinem Fräser. Heute arbeite ich mit meinem Nail Prep und das trage ich jetzt erstmal auf alle Naturnägel auf. Weiter geht es mit meinem Bond Deluxe Gel. Das trage ich als Haftungsschicht auf meine Nägel auf. Ich massiere das Gel wirklich gut in den Naturnagel ein und somit habe ich eine optimale Haftung für den weiteren Aufbau. Meinen Aufbau modelliere ich heute mit einem Fiberglas Gel von ABC Nail Store. Nachdem mein Aufbau dann gut ausgehärtet ist, peile ich alles in Form. Weiter geht es dann auch schon mit der Gelfarbe. Heute benutze ich ein wunderschönes Türkis, das ist ein schönes Metallic-Türkis und ich finde, diese Farbe kann man einfach immer tragen, egal zu welcher Jahreszeit. Man kann sie super kombinieren und ja, ich trage sie einfach so unendlich gerne. Wenn ihr auch so eine Farbe habt, wo ihr sagt, die kann man einfach immer tragen, ob Frühling, Sommer, Herbst, egal wann, dann setzt mir gerne mal den Link unten in die Infobox. So sieht das Ganze jetzt nach dem Aushärten aus. Jetzt buffe ich noch alle Nägel gut an, danach entferne ich nochmal gründlich den Feilstaub und weiter geht es mit den Airbrush-Schablonen. Und hier siehst du auch schon, für welche Schablonen ich mich entschieden habe. Ich werde heute kleine Schleifchen auf meine Nägel draufbringen. Du siehst, heute sprühe ich im Negativlook und ich verwende eine weiße Airbrush-Farbe. Nachdem ich vorsichtig alle Klebeschablonen entfernt habe, trage ich eine dünne Versiegelungsschicht auf alle Nägel auf. Ich werde meine Nägel jetzt noch mit Glitzer verzieren und hier siehst du, das Glitzer hat verschiedene Glitzerpartikel in verschiedenen Größen und Farben. Ich tupfe das Glitzer jetzt um die Schleife herum auf. Ich möchte, dass man die Schleife einfach noch richtig gut sieht und daher trage ich das Ganze nur um die Schleife herum auf. Um den Schleifen noch ein kleines Highlight zu geben, werde ich noch in jede Schleifenmitte eine silberne Paillette drauflegen und auf dem Ringfinger bringe ich noch ein Steinchen drauf und da der Daumen ja etwas größer ist, werde ich dort drei Pailletten draufbringen. Nachdem ich das Ganze einmal kurz anhärten lassen habe, werde ich das Ganze jetzt noch gut versiegeln in zwei dünnen Schichten. Ich hoffe, mein heutiges Video hat dir gefallen. Solltest du irgendwelche Fragen haben, dann lass es mich gerne unten in der Kommentarbox wissen. Und wenn du noch kein Abonnent von mir sein solltest, dann klick jetzt auf den Abo-Button und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis bald, ciao!